Ja, super Hilfe. Ich habe einfach eine neue Aufnahme gestartet, wie immer. Super Hilfe, das wusste ich auch schon vorher. Gut, ne? Dann müssen wir hier weiter rätseln. Und zwar denke ich, dass wir einfach nur... Jetzt weiß ich's. Oder auch nicht. Wohl. Och Mensch. Ach, wartet mal eben. Bis gleich. So, Dele, da bin ich wieder. Aber ich weiß nichts Neues. Ich probiere noch ein bisschen rum. Wenn ich das so mache, dann habe ich das da so. Und dann... Ah, Moment. Ich könnte noch ein bisschen Leistung hier haben. Und zwar genau. Oh, das ist aber kompliziert. So, okay. Dann haben wir das auch geschafft. Hoffentlich ist der letzte nicht noch schwieriger. Haben wir ein paar Relais wieder einsammeln. Ach, Moment. Dame Overall untersuchen. Auf dem Namensschild steht Kelvin. Wer ist Kelvin? Könnte ein Foto wert sein. Ja, Kelvin. War das Kelvin Wedzinski? Ich weiß das gar nicht. Ah, nee, das war... War das noch ein anderer? Der Ich weiß Ausschnitt es gerade stimmt gar nicht. nicht. Halt Er die knipst, er punktet. Klappe. War doch alles super. Extra freigeschaltet. Ich glaube, das ist das, was wir eben... Ja, klar. 3 von 3, dann wird es das sein. War das gereimt? Nein, war es nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Wo ist denn... Ah, komm. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, dass ich hier immer Probleme habe mit der Aufnahme. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ach du Schande. Wird ja noch mehr. Ich hau hier einfach erstmal das Ding rein, weil das irgendwie sich anbietet. Ja, dann erstmal einen Moment. So, dann das hier. Und dann das. Das sieht aber relativ einfach aus wieder. Da haben wir noch zu viel. Setze ich einfach mal das da ein, wollte ich sagen. Und es geht auf ein Frame pro Sekunde. Übertreib ja nicht. Übertreib ja mal na, ja nicht, ne? Dankeschön. Bleib doch bitte so. Jetzt habe ich keine mehr davon. Das ist doch super. Toll. Jetzt haben wir da nichts mehr. Nee, ich brauche aber die ein bisschen. Ich brauche zumindest hierfür auf jeden Fall einen. Und dann könnte ich, glaube ich, so machen. Dann haben wir nämlich nicht. Da würden wir zu viel Leistung, glaube ich, verlieren. Deswegen, das ist ein kürzerer Weg. Denke ich mal. Aber wissen tue ich das auch nicht. Dann verlieren wir nicht so viel, weil sich das so ausgleicht. Und dann, warum haben wir da nur 5? Ach, weil wir das Mega-Ding da einsetzen. Können wir da nicht einfach das Ding einsetzen? Oder haben wir nicht genug? Ärgerlich. Das brauchen wir da aber. Das eigentlich auch nicht. So. Jetzt muss ich schon wieder nachdenken. Ja, das macht total viel Spaß. Ich glaube, ich habe was. Ja, super. Habe ich nicht. Kann ich das... Moment, ich gehe mal. Ich habe den einen Raum noch nicht erkundet. Vielleicht finden wir da ja noch so ein passendes Relais. La la la. Hier liegen hier überall Relais rum. Ja, hier gerade anscheinend nicht. Unten im Spiegel kann ich mich nicht angucken. Wäre ja auch zu modern, ne? Das können nämlich nur moderne Spiegel. Der Spiegel kann dafür in den anderen Raum gucken und das spiegeln. Aber was hier ist, das geht nicht, ne? Das, vielleicht bin ich ja auch ein Geist, das weiß keiner, so à la Sixth Sense, ne? Hier ist die postmoderne Dusche, glaube ich. Ob ich da duschen wollte in so einem Gemäuer? Naja, ich weiß ja nicht. Och Mensch, finde ich jetzt hier tatsächlich kein anderes Relais? Kann ich nicht irgendwo ein Relais rausnehmen, was wir irgendwo. Also, das wird irgendwie auswechseln. Man kann das mal hier gucken. Ja, ich weiß. Die brauchen wir da so, glaube ich, ne? Obwohl, der geht ja gar nicht nach da. Da könnten wir auch das da einsetzen. Ja, ach, jetzt lass mich doch da mal. Ich muss das auch noch drehen. Nein! Er will es tatsächlich so. Ah nee, obwohl kannst du nicht auch. Kannst du das nicht mit dem auswechseln? Ach nee, jetzt bekommt er von dem anderen. Ach.
Moment, darf er noch niedriger? So, das wäre so. Den könnte ich da nicht auch vielleicht den einsetzen? Nein, kann ich nicht. Wir müssen uns die 1000 Mal angucken, ey. Es wird nicht spannender dadurch. Nein, nein, ich ziehe es nur künstlich in die Länge. Gut, dann fuchteln wir da mal nicht rum. Ich gehe mal eben kurz zum anderen und dann gucken wir nochmal, ob wir das nicht irgendwie so hinkriegen. Ich gucke nochmal eben, ob ich irgendwo ein Relais übersehen habe. Ja, wir hätten das Problem jetzt nicht, glaube ich, wenn wir die Relais... Ach, 93, ey. 108, 7, 15... Ach, das ist schon wieder ein Part, den wir nur hier unten abhängen, ey. Meine Fresse, wo ist denn überhaupt die... Ach, da war die. Ich gehe einfach dran vorbei, ne? Warum auch nicht? So. Da brauchst du das alles so, ne? Ach, das war ja auch so komisch. Verzwackt, verzwickt. Verzwackt die glatt. Da ist nur so ein kleiner Toleranzbereich da unten. Da oben ist schon extremer. Da könnte ich auch irgendwas Ekliges reinsetzen, ne? Obwohl, nee, dann kommt unten zu wenig an, glaube ich. Ne? Ich brauche ja sowieso, ich brauche das oder das, ne? Da kann ich aber nichts anderes, weil wenn ich da so ein nach oben zeigendes, dann hätte das zu... Nee, hätte das genug, aber dann würde hier unten nichts ankommen. Würde ich da ein Dingens einsetzen, dann wäre das zu niedrig, dann kommen da nicht mal mehr 5 an. Das war ja das Problem, was wir hatten. Aber wir könnten so... Lass mich mal gucken. Das ist ungemein spannend, ich weiß. Genau, ich weiß. Nein, das geht nicht. Dann müssen wir doch wohl das da einsetzen. Ja, dann gucke ich mal, wie wir das machen können. Irgendwie muss es ja möglich sein, weil das hier gerade zum Plot gehört, dass wir hier so lustig rumfuchteln. Ist ja nicht so, dass das keinen Spaß machen würde, ne? Ich kann mir nichts Unterhaltsameres vorstellen. Und die Qualität des LPs leidet auch nicht darunter. Und schon gar nicht mein Kommentar, dass ich hier kommentieren muss, wie ich lustig irgendwelche Relais in den Kasten einsetze. Das ist ungemein spannend und spektakulär. Da bin ich mir sehr sicher, dass alle noch mit dabei sind. Ähnlich wie beim Mafia 2 Fail gestern. Das war ja auch ungemein spektakulär und spannend. Aber genug davon. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen rätseln. Das Problem ist, diese Dinger, die könnte ich rein theoretisch einsetzen, aber die ziehen viel zu viel Leistung ab. Wir brauchen das aber so auf jeden Fall, weil da oben was ankommen muss, in der Mitte auch und unten. Also es muss in alle Richtungen davon ausgehen. Also müssen wir das da einsetzen. Wir können das gut da einsetzen, weil es nur in eine Richtung zeigen muss und halt dann hier. Das ist gut. Das ist weniger gut. Da könnten wir ja so ein Dingens rein. Theoretisch könnten wir den da einsetzen. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Dann könnten wir hier oben, könnten wir hier so eins einsetzen. Und dann haben wir hier immer noch die Möglichkeit, den da. Und dann hätten wir hier wieder ein Problem. Ist nicht so, dass das hier mal irgendwie klappen würde, ne? Jetzt haben wir nur noch 5. Super. Was ist denn, wenn wir hier so eins einsetzen? Dann kommt da trotzdem nichts an. Super. Aber. Radar, Rhabarber. Genau. Rhabarber passt sehr gut gerade. Was ist denn, wenn wir den rausnehmen? Nichts ist dann. Sehr gut. Hilft mir weder weiter noch bringt es irgendwas. Was passiert, wenn wir den rausnehmen? So. Das bringt überhaupt nichts, ne? Das Gute ist, wenn wir so, dann haben wir genauso viel. Beziehungsweise erhöhen wir die Leistung, aber das nützt dann da oben. Das bringt gar nichts. Das ist vollkommen egal, was wir da. Ach, Moment, das ist egal. Nee, das war ja nur von der Richtung egal. Ich dachte gerade. Ich hatte gerade die Idee, ich hätte was rausgefunden. Ach, obwohl. Ich bin gerade versucht, irgendwas herauszufinden. Aber es will nicht klappen. Ne, Moment, nimm den mal wieder raus und dann nehmen wir den da rein. Ah, ist das spannend. Nicht, überhaupt nicht. Nee, das dürfen wir nicht. Ach Mensch, warum ist das so kompliziert?
lass mal so, dann nehmen wir das so, dann so und das, warum mache ich sowas? Ich glaube, was herausgefunden zu haben, oder? Warum brauchen wir da so mega viel Leistung? Das ist total unmöglich so. Ich kann mich erinnern, dass ich hier vorne vielleicht doch nicht so ein Ding eingesetzt hatte. Das verwirrt mich gerade. Dass ich mich an was anderes... Moment, was ist denn da nicht da? Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass das ganz anders war. So glaube ich aber nicht. Aber, Moment, wie viel kann ich da... Ach, das will er auch nicht. Obwohl, wenn ich da so eins dann... Jaha! Was bringt mir das jetzt? Ich muss überlegen. So. Ach nee, das darf ich so auch. Nee, das darf ich nicht so, weil der da unten nur ganz wenig braucht. Ich brauche da oben mehr. Ja, aus mir wird ein richtiger Elektriker. Keine Angst, keine Angst. Dann könnte ich hier so ein. Nein. Warum ist das. Warum habe ich da oben nicht die 60? Das wäre einfacher. Wenn wir das so und so... Über 55 darf er da oben nicht? Oh, ist das spannend, ey. Ich glaube, ich mache da die Geschwindigkeit ein bisschen höher, dass meine Sprache sich im Zeitraffer anhört oder so. Werdet ihr dann ja eh merken. Weil das ist ja... Irgendwer hat es bestimmt schon rausgefunden, der denkt sich, ah, guckt der den ganzen Tag nur neuen Live und löst da die Rätsel, weil die ja viel einfacher sind. Nein, tue ich nicht, aber... Schwierig. Die Lösung liegt bestimmt voll auf der Hand und ich sehe es nur nicht. Auf jeden Fall, was wäre denn, wenn ich hier... Das würde reichen, gut. Dann haben wir das schon mal. Ich muss nur noch dieses blöde Ding... Ich muss 5 mehr irgendwie hinkriegen. Wie kriegen wir das hin? Was ist denn, wenn ich hier so eins einsetze? Das ändert nichts. Sollte das was ändern? Wäre irgendwie gut, ne? Ach so. Ärgerlich. Aber was ist denn, wenn ich... Nee, das ist nicht gut. Da sollten wir schon das Ding drin lassen. Das zieht mir da zu viel ab. Warum zieht das auch 15 ab? Warum muss das so krass sein? Dann hätten wir da nur 40. Wenn wir da oben... Könnte man da oben mehr Leistung ziehen? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Addiert sich das denn irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Ne, ist auch noch... Das gibt's doch nicht. Ja, das so, darum dreht sich eigentlich Lost, ne? Das ist der grobe Ramin. Hatten wir das hier oben hier schon gemacht? Dass wir da mal den hier einsetzen, testweise? Hatten wir, glaube ich, ne? Hat nur nichts gebracht. Deswegen hatte ich ihn wieder rausgenommen. Können wir da oben, weil wir da ja nicht... Ah nee, das ging ja nicht, ne? Obwohl... Wow, was hat sich denn jetzt geändert? Krass. Wie geht denn der jetzt? Ach, der geht jetzt so rum. Oh, jetzt haben wir da genug... Gerade so, ne? Wie können wir denn da... Ach nee, wir dürfen da nichts abziehen. Das ist doof. Hä? Was soll man denn jetzt noch machen? Das geht auch nicht, ne? Ich könnte höchstens... Nee, oder geht das? Darf ich da Leistung so noch wegnehmen? Wir drehen mal. Nee, das ändert ja nichts, ne? Oh. Ja, langsam geht mir auch der Kommentar aus. Ich bitte, das zu entschuldigen.
hier so ein. Das ist zu krass, okay. Der geht jetzt so, so. So könnten wir mal versuchen. Und dann hätten wir so. Würde das denn dann noch ausreichen? Nein, natürlich nicht. Aber der andere würde glücklich werden. Ja, nee, das darf ich sowieso nicht. Der muss hier oben. Der hinten muss er. Ja, meine Schlussfolgerung nach vorne war ja auch anscheinend Blödsinn. Ach nee, wir müssen. Das ist das Verbindungsteil zu allem. Ach du Schande. Ich glaube, ich habe. Das ist ja logisch. Nein, ist nicht logisch. Mist. Ich dachte, weil da eine 25, da muss ich nur noch. Ach, Mist. Das hängt ja mit dem da oben zusammen. Und das darf ich nicht voneinander trennen. Und dann. Ach, du Schande. Er darf aber nicht weniger. Er muss eher mehr irgendwie kriegen. Und dann darf ich. Na, das geht aber auch nicht. Das darf sich so nicht verbinden, eigentlich. Das ist ein Problem. Obwohl, wenn ich. Ich versuch's einfach mal nochmal. Das hatte ich, glaube ich, schon gemacht eben, aber. Okay, das ist viel zu krass. Zumindest da. Was ist, wenn ich das so mache? Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Nee, was habe ich da gemacht? Oh. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder. Ich versuche es zu schaffen und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis und fertig. Ihr könnt es dann hier miteinander vergleichen und dann seid glücklich und zufrieden und ihr seid eh schon genervt. Also, bis gleich, bis dahin, bis, ja, bis gleich. Ja, da sind wir auch wieder. Ich hab's jetzt mit einer Komplettlösung gemacht. Tut mir leid. Und wir müssen etwas schneller machen, weil ich gesehen habe, es sind schon anderthalb Stunden Aufnahme, weil wir hier echt hier so lange gebraucht haben bei diesen Dingsbums und meine Festplatte gleich voll ist. Ich habe noch 40 Gigabyte. Anderthalb Minuten sind ungefähr immer so ungefähr, wie viel Gigabyte? 4. Und ja, und das heißt, ich habe noch ungefähr 11,5 Minuten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ach nee, Moment. Na, komm, ich habe doch keine Zeit. Jetzt können wir hier den Schalter drücken, ganz genau. Aktivieren. Ach ja, genau. Das fand ich eh schon immer komisch. Jetzt müssen wir noch ganz schnell den Code eingeben. Den Tod eingeben, ganz genau. Jetzt beendet sich nämlich die Beleuchtung. Das kennen Lost-Fans auch aus der Serie. Diese komische Zeichnung. Also nicht diese. Die sieht eigentlich ein bisschen anders aus, ein bisschen detaillierter. Ach, ein Checkpoint. Das ist doch sehr schön. Jetzt haben wir noch 4 Minuten, um den Code einzugeben. Neue Aufgabe hinzugefügt. Finde die Geheimtür der Brandschutzkarte. Der Brandschutztürkarte nach gibt es eine Geheimtür in der Nähe, die den magnetischen Raum führt. Mache ich das jetzt noch? Nein. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Lost Via Domus und wir haben einen Checkpoint gehabt. Das heißt, wir setzen hier an dieser Stelle wieder fort. Bis dahin, Lenti LP, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Lange Begrüßung, lange Abschied meine ich. Tschüss.